Hallöchen! Hallöchen, meine Lieben! Herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Muss man erstmal mein Pullover über Pöppis ziehen. Ist ein bisschen kalt hier. Ja, wie ihr schon sehen könnt, wer kann es gebrauchen? Also aufgebraucht und aussortiert für den Monat Januar. Es ist wieder einiges zusammengekommen. Die Tasche ist voll. Ich weiß auch nicht. Wahnsinn. Die Tasche ist voll. Oh, oh, oh. Also, ja, dann würde ich sagen, wir fangen einfach sofort an, ne? Und Ende des Videos kommt ja dann immer 5 Sachen. Ach, da kommen wir später zu. Wir haben jetzt erstmal hier genug, ja, reichlich und noch mehr, was hier wieder leer gegangen ist. Als erstes wieder meine Schmutzradierer. Ja, wo ich gerade nämlich noch was von der Tür weggemacht habe. Ihr kennt bestimmt das auch, wenn ihr Katzen habt und die sich reiben, dann wird das irgendwann so dunkel. Und deswegen, da sind Schmutzradierer übrigens auch sehr, sehr gut. Habe ich es gerade weggemacht. Danke. Das macht nämlich viel der Pötzelmann. Nervensäge. Nervensäge. So, ich habe hier nämlich einen Sack stehen, wo das reinkommt. Die Pappe wird natürlich getrennt und so weiter. Ja, denk mit, Vollwaschmittel 3 in 1 Cups. Das ist alles so teuer geworden. Ne? Wenn du sagst, ich gehe nur mal eben einkaufen, hast du 100 Euro weg. Und das ist noch günstig. Das ist unglaublich. Also auf jeden Fall einmal Waschpots. Ich benutze immer Waschpots, weil das einfach für mich am besten ist, weil ich sonst einfach zu blöd bin, mit Waschmittel umzugehen. Ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, ich kann das nicht dosieren. Ich dosiere immer viel zu viel und deswegen ist das für mich die beste Erfindung ever. Ever und ever und ever. So, dann habe ich leer gemacht. L'Oreal Man Expert XL Größe Hydra Energy Duschgel mit Taurin. Hier dieses Aufwachkick, ne? Körper, Gesicht, Haare für den Mann. Ich finde das sehr gut vom Geruch, ja. Und es gibt da immer, finde ich echt gut, so ein Set, was ich David auch gerne mal zum Geburtstag oder irgendwie sowas schenke oder Jahrestag oder so. Da haben die immer solche Sets auch. Ja, das hole ich ab und an mal ganz gerne. Dann habe ich leer gemacht und ich weiß, das habe ich von meiner Schwester geschenkt gekriegt. Von Urinique French Grape Luxury Creme Öl Peeling, Traumkernöl und Meersalz. Wahnsinn, das war geil, das war richtig gut. Also bei Meersalz denkst du ja immer, oh, das ist zu grob, ne? Zuckerpeelings sind ja immer etwas feiner. Aber dieses Salz, das hat man auch geschmeckt, ne? Ja, nein, ich habe es nicht gegessen, aber hat es trotzdem irgendwie geschmeckt. Aber dieses Salz war richtig gut. Also dieses hier, das bekommt ihr, so wie ich das mal gesehen habe, auch bei DM. Also richtig, richtig toll, ist jetzt leer gegangen. Tolles Peeling. Ich habe das meistens immer fürs Gesicht genommen, weil diese... Ich bleib immer hängen hier, Mensch. Diese groben Peelings benutze ich meistens dann immer für den Körper, weil für Gesicht ist das dann doch too much, ne? Jo, dann ist ein Deo leer gegangen. Seins Antitranspirant. Ich hoffe, die kriegen das nochmal rein. Nein, nicht das von Seins. Das haben sie ja. Aber diese Limited Edition, das waren Bergkräuter mit Rosmarin. Genau, das war... Ich mag, also ganz, ganz toller Duft. Stehe ich voll drauf. Es wird zu heiß am Pöppis. Es wird zu heiß am Pöppis. So, stehe ich voll drauf. Also ganz, ganz toller Geruch für ein Deo. Super. Ich hoffe, das kriegen sie nochmal. Packen sie nochmal raus als Limited Edition. Ja, dann ist leer gegangen. Sowas haben sie immer beim Lidl im wöchentlichen Angebot. Kuschelweich. Premium Glamour, das hatte ich mit Mandelöl, Weichspüler. Das ist halt dieses Milchige. Und die riechen einfach so gut, ne? Oh, da riecht eure ganze Bude nach, ne? Oh, wenn ihr die Wäsche da aufhängt. Oder so schön im Sommer auf dem Balkon, wenn der Wind reinweht, dann riecht man es auch. Ja, dann habe ich leer gemacht. Oder besser gesagt, David, Topfschwämme reinigt gründlich unempfindliche Oberflächen. Der brauchte nämlich was für die Badewanne sauber machen. Hat nicht so funktioniert, wie er es gerne gehabt hätte. Aber besser als nichts. Dann einmal feuchtes Toilettenpapier, sanft und sicher von DM. Das war eine Limited Edition, ne? Retro Edition, ja. Feucht, nee, ist kein Retro drin, ist nur Retro drumherum. Feuchtes Toilettenpapier, 50 Tücher, extra dick, Splash, Splash. Und ja, riecht ganz gut. Maske... tue ich erstmal hier beiseite. Die kommen ja immer so zum Schluss. Dann habe ich Yves Rocher Duschgel leer gemacht. Monk
Mango-Koriander, das hatte ich von Angie geschenkt gekriegt zu Weihnachten. Das war richtig gut, vom Duft her war das richtig gut. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Ganz tolles Duschgel. Jo, sehr, sehr schön. Dann ist leer gegangen einmal Spüli. Ich weiß gar nicht, woher ich das hatte. Priva Balsam-Spülmittel mit Aloe Vera und Apfelduft. Das war vom Schäumen her jetzt nicht das Beste. Steht auch nichts drauf. Keine Ahnung. Netto hat ja sonst eigentlich immer so einen Aufkleber hinten drauf, ne? Auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es steht nichts drauf, aber ich habe schon besseres Spüli gehabt. Ja, nein, ich habe keine Spülmaschine. Leider nicht. Mir juckte das. Aber ich soll mal eine bekommen. Ja, schauen wir mal. So, ja, es sind einige Badezusätze wieder leer gegangen. Hier Kuschelbad, Schaumbad. Einmal mit dieser Mieze drauf. Dann haben wir hier noch rosa Regenbogen, TTZ Kinderbadespaß. Ja. Also da immer für Monique ist dann immer so ein Problem, das da alles rauszukriegen, ist immer besser Puder. Dann S. Oliver Pure Sense Woman. Das war auch ein Duschgel. Das, sowas haben wir gerne mal in Boxen drin. Und das fand ich richtig gut. Ich mag diese parfümierten Duschgele oder parfümierte Bodylotions, weil man hat da einfach mehr vom Geruch her, ne? Jo. Dann ist leer gegangen einmal hier Taschentücher. Taschentücher, die habe ich ja immer hier auf meinem Schminktisch stehen. Und ja, die gehen halt leer. Meistens benutze ich die wegen Swatches oder wenn meine Nase läuft. Ja, leer gegangen ist auch Gliss Cool Hair Repair Langhaarschutz. Hat man jetzt, glaube ich, auch mal in Pinkbox war das, ne? Da haben wir sowas gerne mal drin. Fand ich richtig gut. Ja. Das hat richtig gut funktioniert. Gliss Cool in diesen Bottichen macht richtig gute Spülungen oder Haarkur. Oh, jetzt habe ich aber hier gekleckert. Ich werke dich. Also, ne, aber mit so einem Bottich, da kommst du auch lange mit aus. Kommt drauf an, ob man jetzt kurze oder lange Haare hat. Aber so ein Mittelding. Also ich bin da schon gut mit ausgekommen und die anderen beiden haben es auch genutzt. So, dann von Balea Shampoo Anti-Schuppen. Habe ich diesmal gehabt, oder besser gesagt, hat Monique gehabt. Die benutzt ja Anti-Schuppen-Shampoo für schuppige und trockene Kopfhaut. Das ist ganz gut. Benutzt, wie oft? Ich sage das ja jedes Mal. Benutzt Anti-Schuppen-Shampoos immer im Wechsel. Von jedem einer Firmen einmal so durchwechseln. Immer dasselbe. Macht nämlich das Gegenteil. Macht nicht die Schuppen weg, macht noch mehr Schuppen. Schuppi-Schupp. So. Ja, von Avon ist was leer gegangen. Die Avon Care Derma Recovery Handcreme. Die war richtig gut. Die war richtig gut. Die habe ich nicht nur für meine Hände genommen, die habe ich auch für meine Füße genommen. Also die war richtig, richtig gut. Von der Pflege her schön fettig. Aber nicht, dass man dann hinterher noch so Fettfinger hat oder sowas. Das überhaupt nicht. Also die kann ich nur empfehlen. Und ich empfehle euch, immer eine Handcreme auf dem Tisch zu haben. Habe ich jetzt auch wieder. Die ist leer gegangen. Habe ich wieder neue auf dem Wohnzimmertisch. Ja, damit man auch mal regelmäßig seine Füße und Hände eincremt, sonst macht man das ja nicht. So, leer gegangen ist auch Garnier Wahre Schätze. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon zwei oder dreimal gehabt. Das finde ich richtig gut. Cremige Pflegespülung Special Edition Langhaarschatz war das, genau. Langes Haar, brüchige Spitzen habe ich ja. Also, das war richtig gut. In Kombi natürlich mit dem Shampoo. Dann nochmal Schmutzradierer. Ja, ich mache das auch immer alle zwei Wochen meinen Boden im Badezimmer. Kann ich auch nur, weil mit dem Wischen kriegt man oft nicht alles weg. Man wischt irgendwie nur von rechts nach links, nach rechts nach links. Einmal da mit diesen Dingern durch und dann hinterher nochmal durchwischen. Da glaubt man gar nicht, was man alle für eine Scheiße auf... Auf Deutsch gesagt, ehrlich, für eine Scheiße auf dem Boden hat, ne? Wahnsinn. So, dann ist Lehrgang, das habe ich benutzt. Cien Badeherz mit Rosenduft. Das gab es beim Lidl mal, ich glaube, zum Muttertag oder so. Ich weiß nicht. Ich hatte es auf jeden Fall mal geschenkt bekommen und das ging jetzt mal in die Wanne. Dann ist leer gegangen, eine Maske, eine Haarmaske. Ich habe das falsch gelesen, ne? Ich dachte auch, ja, das ist so Duschgel oder so. Habe das immer für meine Spongebobs. Ich nehme die immer, wenn ich so ein Fullface mache, nehme ich meine Spongebobs immer mit unter die Dusche. Habe das damit sauber gemacht. Ja, dann habe ich gelesen, oh,
Das war eigentlich eine very dry hair, also für richtig trockenes Haar, eine Maske. Ja, herzlichen Glückwunsch. Egal. Jetzt ist egal. Isana Badekristalle Goldtraum ist leer gegangen. Dann, oh ja, habe ich von CC was leer gemacht. Und zwar The British Museum. Ich hatte einmal diese wunderbaren Abschminktücher, muss ich echt sagen, in einer Monatsbox. Die rochen richtig gut. Die waren so schön, auch mit Öl getränkt. Die waren richtig, richtig geil, um hier die Swatches wieder abzumachen. Also die fand ich richtig, richtig gut. Die hatte ich ja immer hier liegen. Dann einmal eine Kartusche von Toilettensprüh, Glade Touch of Fresh, Sensuous, Sandalwood und Jasmin. Sie, Jasmin, du bist auch bei mir auf dem Klo. Ja, einmal wie immer Always Daily's Large. Ohne Slipperlagen geht hier nicht. Ja. Willkommen im Alter. So, dann ist leer gegangen von Lenore Weichspüler Goldene Orchidee Schick. Also das ist auch wirklich ein toller Geruch und für 38 Wäschen, also da hat man auch länger was von. Ne? Dann einmal hier diese kleinen Profissimo Öle, die nehme ich immer im Flur, steht da mein Duftding, wo die Katzenklos stehen. Ich weiß, Katzen haben das nicht so gerne mit Duftölen und Duftkerzen und so. Unsere beschweren sie Gott sei Dank nicht. Ich mache jetzt auch nicht so viel, aber da ist halt das Vanille alle gegangen. Vanille ist dann halt auch eher der winterliche Duft. Ne? So, dann ist noch einmal leer gegangen hier. Rosa Regenbogen TTZ. Auch einmal so ein Bade. Ja, genau. Das ist, wenn man das nicht richtig leer macht. So eine Badetüte. So eine Badetüte. Meine Güte, aber es riecht gut. Dann, ja, 00 WC Aktiv. Gel ist für mich der beste WC-Reiniger, beziehungsweise auch der günstigste mitunter. Und wir machen damit unsere Badewanne sauber. Müsst ihr allerdings aufpassen. Ne? Dann, Emaille und so wäre aber so eine alte Emaillewanne. Da kriegst du das nur mit. Ja. So, Reiniger für die Badewanne. Ne? Darfst du auch keinen erzählen. So, Kuschelweich nochmal hier gehabt. Mit kostbarem Moringa-Ölweichspüler. Und da habe ich jetzt dieses helle gehabt. Ja, das. Das haben sie alle paar Wochen mal beim Lidl. Und dann nehme ich auch immer eins mit. Ich mag das einfach vom Geruch her sehr gerne. Allerdings auch teurer geworden. War, glaube ich, mal im Angebot 99 Cent. Jetzt kostet es über 1 Euro im Angebot. Toll. Ja, so ist das, ne? So, jetzt habe ich hier die zweite Hälfte von Garnier Wahre Schätze. Shampoo. Also wirklich, wenn, dann holt euch immer so die Kombi, ne? Shampoo und Spülung. Also das ist richtig, richtig gut. Garnier Wahre Schätze. Ja, mein Deo ist leer gegangen. Das hatte ich im Adventskalender von Jasmin. Das Lovely Candy von Bilou. 48 Stunden Deodorant. Ich habe es gemocht. Ich habe es sehr gemocht, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht gestunken. Nur nach Lollis. Ist ja immer bei Deo so eine Sache, ne? Also das war aber richtig, richtig gut. Ja. Ja, Bilou muss man eh mögen, ne? Aber ich mag das. Ich mag das. Ich mag dieses Süße. Dann... nochmal feuchtes Toilettenpapier, sanft und sicher, Klassik. Das sind die, glaube ich, in dem Mehrpack, ne? In den kleineren. Die sind ja dann, also die sind ja immer kleiner in den Einzelpäckchen, aber. So. Dann haben wir noch. Ja, Sensodyne sanft weiß ist leer gegangen. Die nehme ich ja immer für meine empfindlichen Zähne. Allerdings hatten sie die jetzt vor kurzem beim DM nicht. Da musste ich eine andere Sensodyne nehmen. Stand aber auch drauf, gesundes Zahnfleisch und so. Also das funktioniert richtig gut. Und wenn man die Knieschiene, die ich habe, auch noch jeden Tag trägt, hat man auch keinen Ohrzahn mehr. Ja, ich vergesse die manchmal. Jo, Glasreiniger Konzentrat ist einmal leer gegangen. Habe ich... Also ich kaufe immer die Konzentrate, es sei denn, die Pulle ist mal kaputt. W5 Spülmittel kann ich nur empfehlen. Also das ist die Eigenmarke vom Lidl. Das Spülmittel ist richtig gut, das schäumt gut, macht das Fett gut weg. Vielleicht sollte ich mir das mal auf den Bauch schmieren. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Egal. Hoppala. Hoppala. Ach, das lassen wir jetzt mal liegen. Können wir später auch. Ich werde jetzt erstmal hier reingreifen und noch was rausholen.
So, dann Moonlight Dreams, verträumtes Nachtschwärmerpflegebad mit Milch-Honigduft. Ich hole sowas immer auf, wenn das runtergesetzt ist. Ne? Wenn das Weihnachtsduft ist, ist doch egal. Könnt ihr auch im Sommer mit baden. Ne? Ja, für 45 Cent stand 45 Cent statt 95 Cent. Hallöchen. Ja, nochmal Parfümöl, Apfelzimt. Zimt. Das kommt davon, wenn man zu viel redet und zu viele Videos macht. Parfümöl, Apfelzimt. Und jetzt verliere ich gerade meine Stimmchen. Auch leer gegangen, also Weihnachtsklamotte. Das ist keine Weihnachtsklamotte. Naturreines ätherisches Öl, Eukalyptus Bergamotte. Da muss man immer drauf achten, ne? Diese Dinger. Manchmal kommt gar nichts raus. Da tropfst du dir einen Wolf. Und manchmal, da drehst du es um, aber flatsch, hast du das ganze Ding voll. Also, weiß ich auch nicht, was die da immer machen. Mal so, mal so, mal so. So, greife ich nochmal rein. Ein bisschen ist noch drin in der Tasche. Sios Repair Deep Conditioner. Den fand ich gut. Ja, den fand ich richtig gut. Deep Conditioner 20 Mal More Strengths. Also, der war auch nicht so flüssig. Das passt doch richtig gut. Dann habe ich noch leer gemacht von Isana Öl to Milk Peeling. Das fand ich auch recht schön. Das war nämlich im Adventskalender von Isana. Also, das hat auch einen richtig schönen Geruch gehabt. Also, das war sehr angenehm. Dann habe ich mit leer gemacht. Von My Little Box, genau. Das war so ein I Missed You Parfüm de Ambiance. Ja, ich habe das als Raumduft genommen im Wohnzimmer. Ja, gut, ist so. Yeah, ist so, that's life. Dann, ja, mal von Ritual, The Ritual of Mare. Also das ist neben diesem weißen auf Sakura mein absoluter Lieblingsduft. Ne? Das ist Rituals of Mare. Ich liebe dieses Goldene. Also das ist so mein Favorit. Mit dem Weißen. Aber erst kommt das und dann das Weiße. Na? Da hatte ich übrigens jetzt auch eine Kerze von. Die war geil. Ah, die war echt mega, diese Kerze. Da hat das ganze Wohnzimmer gerochen von Rituals. Jo, Aronal Zahnfleischschutz mit Zink ist einmal leer gegangen. Zahnpasta. Ist nur von einem Monat, ne? Von Ghoul Silberglanz und Pflegeshampoo. Das fand ich auch recht gut. Ist jetzt mal leer gegangen. Hat jetzt aber nicht so intensiv Silber gemacht, wie das andere, was ich mal hatte. Aber war vollkommen okay. Dann noch von Balea Duschgel, genau, mit weihnachtlichem Duft. Ist auch leer gegangen. Aus dem Adventskalender. War das das? Das war Schokolade. Also bitte, Balea, Isana, falls ihr das schaut, nee, tut ihr nicht, weiß ich, DM und Rossmann, bitte nächstes Jahr kein Schokoduft. Das war irgendwie nicht so meins. Das war nicht so meins mit Schokoduft. Ja, einmal Zahnseide-Sticks. Die hole ich immer sensitiv. Die sind auch einmal die Tüte leer gegangen. Sind 40 Stück drin, also kommt man auch gut mit aus. So, jetzt machen wir einmal hier einen Cut und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder und wir haben noch ein bisschen was im Beutel. Und dann... So, eins, zwei, ja. Ich habe meinen Beutel, der ist leer. Der kann schon wieder neu befüllt werden, wie der aussieht. Ja, ist egal. So, einmal TTZ Kinderbadespaß, Schaumbad, mein Einhorn ist auch leer. Dann von Balea das Duschpeeling mit Blooming Rosenduft. Also das war dann schon besser aus dem Adventskalender, ne? Ja. Dann Balea Waschgel mit Glycerin. Das habe ich genommen, um mein Make-up abzumachen. Und ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert. Adventskalender. Dann haben wir hier Balea Aroma Dusche mit weihnachtlichem Zimt und Orangenduft. Da bin ich auch noch dabei. Also Zimt und Orange geht auch vollkommen in Ordnung. Dann ja, die Kokosmilch Haarkur von Swiss Opal. Die mache ich ja zwischendurch mal richtig gerne. Finde ich immer super. Dann habe ich auch mal Ampullen wieder benutzt. Und zwar von Miri eine Glow-Ampulle. Leute, ey, da hast du aber auch echt geglowt, ne? Das war richtig eine tolle Ampulle. Ah, da hattest du Glow im Gesicht. Das muss man mögen, aber war schön. Also für mich. Isana Beauty Konzentrat AHA Peeling habe ich auch benutzt. Ein AHA Peeling sollte man eher abends benutzen, wenn man da nicht mehr sonnenmäßig rein. Also man sollte da nicht in die Sonne gehen. Ne? Das so vorm Schlafen gehen ist das optimal. Dann haben wir hier noch von Julia die Vital Sofort Effekt Ampulle.
Julia ist Budni. Entschuldigung, hier sind Haare dran, aber die Katzen gehen immer in die Tasche. Ist Budni, also die fand ich gut. Besser wie Budni-Tuch-Masken irgendwie. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich noch eine leer gemacht von M. Asam. Aqua Intense Ampulle. Also ich nehme dann so Ampulle halt immer als Serumersatz. Und ja, ich habe so viele Seren und so viele Ampullen noch im Badezimmer stehen, dass ich das alles mal hier, mal da benutze, wenn ich mal keine Maske mache. Ja, aussortiert. Aussortiert habe ich den hier, Spa to You. Ja, ich benutze den eigentlich, immer habe ich den total gerne in der Badewanne benutzt. Ich habe da also zum Beispiel eine Maske stehen, Mood Maski oder eine, die so ein, zwei Minuten nur auf der Haut muss. Da konntest du den richtig gut mit einmassieren. Erst so habe ich diese Seite benutzt, ne, und dann die. Und dann auf einmal ging das rein und das ging nicht mehr raus. Ja, jetzt muss ich sie aussortieren. Aber sowas ist ja alle naselang mal auch in Abo-Boxen drin. Aussortiert habe ich jetzt auch die Douglas-Mascara. Wer mich hier schon länger verfolgt, ist das weiß, dass die stinkt. Die stinkt nach Gülle. Mensch, Güllekind. Da ist das Güllekind wieder. Die stinkt nach Gülle. Das ist, also jetzt kommt sie weg. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal Nein. Ich weiß auch nicht, warum Douglas sowas macht. Das ist aber nicht nur meine gewesen. Es standen viele andere auch nach Gülle. Also weg damit. So, Maskenwochen haben wir auch gehabt. Und zwar die absolute Knallermaske hier, ne? Die Popcornmaske war eine Megamaske von Action. Dann von Julia Budni, ja, da haben wir die Glow-Maske. Keine Empfehlung, no. Es sei denn, du stehst auf Glow, dann kaufst du dir aber sonst eher nichts. Dann hatten wir die Balea-Tuchmaske aus dem Adventskalender. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich schreibe mir ja immer hinten was drauf, sonst kann ich mir das alle nicht merken. Dann hatte ich die Beauty Mask Company Limited Edition, die Self-Love. Also Geruchsspitze, etwas zu dickes Vlies, 3 minus bis 4. Geht auch besser, ne? Dann habe ich hier noch die Facial Sheet Mask mit Blueberries und Joghurt. Tolle Actionmaske 1 Plus. Dann die The Beauty Mask Company, also die Lippentuchmaske, Gummibärchen. Super. Dann noch Isana Augenpads Sternenzauber. Da habe ich einfach nur ein dickes Fragezeichen hinter gemacht, weil trocken. Die waren trocken, die Pads. Muss das? Ich weiß das nicht. Wenn ihr sie mal hattet, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Die waren trocken wie ein Furz. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, nochmal eine Budni Julia Vital Tuchmaske mit Wakame Algenextrakt. Ich bin kein Fan. 3 Minus. Ist eigentlich schade, dass die alle so negativ ausfallen. Aber was willst du machen? Dann ist das Ursula war hier. Das war das halbe Sachet. Ich habe hier den dicken Bauch. Top, muss ich sagen. War eine Crememaske. Dann ja, haben wir die Garnier Skin Active 2 Million Probiotics Fraktion hier. Einfach nur wow. Manchmal merkt man schon die Marke, ne? Und dann haben wir hier absolut meinen Oberhammer-Knaller-Gewinner überhaupt. Medical Beauty for Cosmetics Magic Lift Tuchmaske mit 1, 2, 3 Verjüngungseffekt. Leute, the best mask forever, ne? Gibt's bei Budni. Ach, Budni. Nein. Hier, kommt aus Österreich. Genau. Herrgott. Bipa. Bipa. Bei Bipa habe ich die gefunden. Richtig günstig könnt ihr die schießen. Also richtig geile Maske. Ich halte sie hier noch länger mal rein. Schaut mal, wenn ihr da irgendwie in Österreich wohnt oder seid. Geil. Es gibt fast nichts Besseres. Also die war echt mega. Ja. Fertig. Wow. Der Sack ist voll. Der Sack ist voll. Und wir kommen jetzt hier ja, zum Aufgebraucht. Leute, ich habe hier auch wieder was Schönes drin für euch, was einfach bei mir jetzt nicht so funktioniert hat. Oder wo ich sage, das ist mir zu dunkel, das ist mir zu hell, das ist mir zu irgendwas. Ja, und wir fangen einfach mal an hier mit dem Lippi. Und da habe ich einen matten Lippi. Und matt ist jetzt nicht so meins, wenn er austrocknet. Wenn er nicht austrocknet, ist das okay. Aber wenn er austrocknet, ist es nicht meins. Und der ist jetzt hier von Catrice. Das ist ein matter, ich muss mal eben gucken.
Was für eine Farbe? Ich weiß nicht. 030 Exotic Rebel. Also so ein schönes, ich würde sagen, Beerenrot. Beerenrot, ja. Dann habe ich hier drin auch mal wieder pflegemäßig Dr. Eve Rioth. Vitamin C und Hyaluronic Ignite Moisturizer. Limited Edition mit Vitamin C. Genau. Ja, Moisturizer. Ich nehme mal kurz mal den. Weil ich dann eben noch was gucken möchte. Chap. Ach, halt die Klappe. Halt die Klappe, Mensch. Du kühl deine Mopf. So, weil meistens steht das da nicht drauf. Und wenn ihr da Interesse dran habt, muss ich auch schon sagen, was es richtig ist. Ne? Sonst macht das hier keinen Sinn. Dr. Eve Rioth. Rioth. Genau. 22 Euro kostet das Teil. Ja, das ist schon nicht ohne, ne? Das ist ein Serum, glaube ich. So wie ich das sehe. Vitamin C. Wird da irgendwas zu gesagt? Puh. Toll. Limited Edition. Au, Baby. Warte mal eben. So. Feuchtigkeitscreme. Ein Limited Edition Night Moisturizer. Eine Feuchtigkeitscreme. Ja, hätte ich auch mal selber drauf kommen können. Also eine Feuchtigkeitscreme von Dr. Eve Rioth. Also nicht gebraucht, ne? Die ist noch niegelnagelneu. Wer da Interesse dran hat, bitte melden. So, dann bitte melde dich. So, dann habe ich hier noch einen Highlighter, der mir definitiv zu Gold ist. Der Make-up Obsession Highlighter. Der war mal in so einer Box mit drin. Jo, also der ist mir wirklich zu golden, ne? Das würde nicht passen. Ja, also falls da einer Interesse hat, Highlighter. Dann habe ich noch einen Bronzer hier drin und zwar von Honolulu, diesen kleinen Bronzer. Eine schöne Farbe, aber ich habe halt auch diesen Benefit Bronzer und die sind dann da ziemlich gleich. Und von W7 ist der und ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch noch eine Version hatte im Adventskalender. Das kann sein, dass die das ist. Schöne Farbe, aber ne, jetzt ja auch nicht immer alles. Genug ist genug. So, und dann kommen wir zur Palette. Ich packe ja immer eine Palette mit rein, wo ich sage, das ist so nicht. So, und da habe ich von Duce diese Palette und die ist so Allrounder Palette. Ihr habt eigentlich alles da drin. Ihr habt Blush da drin, ihr habt Highlighter da drin, ihr habt Bronzer da drin und ihr könnt euch einen wunderschönen Augenlook schminken. Also wie man es gerne hätte. Man kann es wirklich zu allem benutzen. So eine richtig schöne Allround-Palette. Aber ich habe halt den Bronzer und den Blush auch einzeln und so. Und deswegen wird es dann halt auch zu viel. Ne? Das ist die Palette. Also wer daran Interesse hat, bitte melde dich unter dem Video. Schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich freuen. So, die Sachen gehen ja immer weg. Zack. Bums die Maus. So, die nächsten 5 Sachen wieder. Meine Lieben, das war mein aufgebraucht und aussortiert, wer kann es gebrauchen Video für den Monat Januar. Der Monat ist auch schon wieder um, das Jahr ist um, bald schon wieder Weihnachten. Ach, ist alles so schlimm. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt gesund, dicken Knutscher an euch alle und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tüdelü. Das war, glaube ich, wieder XXL aufgebraucht. Also, bis dann. Ciao.